Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Wie ihr sehen könnt, hat's getaut, der Schnee ist weg. Wir stehen hier noch in Osnabrück und schauen, wo die Reise von hier aus geht beim Geld verdienen. Ich werde auch weiterhin die externen Aufträge nur nutzen. Und das nächste wäre dann nach Kopenhagen. 625 Kilometer. Milch von Euro Agris nach Norfurt. Und das halt der beste Auftrag ist, der jetzt nicht vom Weihnachtsevent ist, was ja noch läuft bis, ich weiß gar nicht wann. Ich glaube, aufnahmenmäßig noch läuft es noch 5 Tage, also wir haben jetzt gerade den 2. Ich glaube, es läuft ja bis zum 7. oder so. Aber ja, für 36 oder knapp 37 Euro pro Kilometer fahren wir dann Milch nach Kopenhagen, 26 Tonnen für 23.500 Euro. Den wollen wir mal, wobei ich will noch mal kurz gucken, ob wir einfach einen Bestand zu haben, ob wir das Beste am besten drin haben. Fahrt vorsichtig. Okay, ja, wir haben das Beste am besten drin. Den wollen wir mal. Die 22 Kilometer. Was ist kürzer? Ja, ich glaube, nach links fahren, nicht durch die Stadt durch, sondern die Landstraße. Dann wollen wir mal den Ohren mal zum Ladestation fahren. Und zur Ladestation. Hagen wir jetzt auch lange nicht mehr. Oder allgemein im Norden von Europa. Das heißt, wir fahren dann, ich weiß gar nicht, es ist glaube ich schon alles, wenn ich mich recht entsinne, sogar größtenteils gemacht. Aber zum Teil ist ja ein bisschen was überarbeitet worden in Deutschland. Biege nach links ab. Okay, so sehr war es nicht geplant mit grünen Reifen, aber es war zumindest geplant, runterzubremsen. Rechts abbiegen. Und das war schon bei Euro Agris. Und transportieren dann ein bisschen Milch. Gen Norden von Europa. Was auch immer dort passiert wird, wahrscheinlich wird es dann zu Käse oder so verarbeitet. Das war eine schöne Fahrt. Oder zu anderen Lebensmitteln. Ja, das wird noch ein paar Mal passieren. Bis 300k, oh ne, das war sogar ein bisschen mehr, ich glaube, oder? Das war sogar mehr, 357.000 oder so. Fertig zum Losfahren. Oder es war 357.000 Dollar im ATS, ich weiß es nicht mehr, aber ich hab's einfach mal so im Kopf. Also ein bisschen Geld muss reinkommen. Ich hoffe mal, dass nach dem, wenn das Weihnachts-Event ausläuft, was am, da wollte ich nicht hin, was ja schon recht bald ist. Okay, das war der 5. Februar. Wie gesagt, wir haben den 2. Also läuft bald aus. Und danach werde ich wahrscheinlich auch wieder bessere Aufträge haben, weil ich denke mal, die guten Aufträge oder eventuell guten Aufträge. Werden halt auch gerade ein bisschen geblockt von den Eventaufträgen, konnte ich mir vorstellen. Und was ich mir auch vorstellen kann, vielleicht ist ja schon gerade passiert, also im Moment, das Video kommt ja am, ich weiß gar nicht wann, raus. Im Grunde genommen in einer Woche, fast in einer Woche, in 8 Tagen.
Ja, okay, irgendwie sind die... Ich habe das Gefühl, die Bremsen waren mal besser. Oder ich bin gerade irgendwie ein bisschen auf eingestellt auf ATS. Kann natürlich auch sein. Weil ich es gestern aufgenommen habe. Was wollte ich sagen? Ja, du darfst gerne weiterfahren. Zurückfahren, aber davor fährt. Genau, also es kommt eigentlich in 8 Tagen kommt das Video hier. Von meiner Aufnahme her. Von daher könnte es schon passiert sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das Event ausläuft, das andere, dass es dann irgendwie ein weil ja echt auch das Kansas, Cruising Kansas Event genau dann aufhört. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann irgendwie ein Valentinstags-Event gibt für 2 Wochen oder so. Also in ATS und in ETS beides. Zeitgleich wie das Weihnachts-Event. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich habe auch nicht vergessen, ich habe jetzt wieder hinten 26 Tonnen drauf, deswegen ist es nicht ganz so, wie ich während ich leer fahre wahrscheinlich, weil ich noch nicht ganz so drauf eingestellt. Aber ich dachte auch, dass ich eigentlich sonst immer besser die Bremse reingedrückt bekommen habe, aber okay. Und dann beschleunigen wir mal auf die 80 und fahren dann Richtung, Hamburg wahrscheinlich. Was heißt wahrscheinlich Richtung Hamburg, Richtung Kiel. Und dann nach Kopenhagen. Einfach Strich 80 einfach, weil die KI dann ja doch gerne mal, also die, ne, die Polizei-KI so gesehen, dass die ja doch gerne mal dann bei 85 doch noch mal wieder was reindrückt, oder wenn da wenn der Retarder nicht direkt greift, einfach ein bisschen Puffer haben. Kilometer noch. Dürfen wir auch in einem Rutsch schaffen. Oh. Eigentlich schon, aber es könnte eng werden. Fahr ich jetzt doch 85? Ich fahr doch 85. Ich fahr so lange 85, bis die Strafe reinkickt, okay. Ich gehe jetzt kurz noch auf 80. Runter auf 80, jetzt wieder auf 85. Das ist so ein kleines Spiel, was ich hier machen kann. Wenn es zu sehr bergab geht, dass ich dann wieder runtergehe auf 80. Denn es ist nicht genügend Geld da, um Strafen zu bekommen. Denn wir müssen ja Geld verdienen und nicht ausgeben. Also wir müssen Geld verdienen, um es auszugeben, aber wir haben größere Ziele, als dass wir hier jetzt auch mit 90 durchbrettern. Weil es einfach nicht schneller geht. Kiel und Hamburg haben wir auch schon ausgeschildert. Okay, dann lag ich jetzt zumindest auch ein bisschen, ja gut, na, einerseits richtig, aber auch andererseits falsch. In der letzten Aussage, ich glaube vom letzten ATS-Video, dass das Video auch so wahrscheinlich so an die 2 Stunden wird. Aber
wird das wahrscheinlich doch eher nur 50 Minuten werden, das Video hier. Weil wir halt nur eine kurze Fahrt haben. Das ist vergleichsweise kurze Fahrt. Irgendwie kommt mir das gerade echt langsam vor. Aber wie gesagt, liegt wahrscheinlich daran, weil ich zuvor noch, also gestern, ATS aufgenommen habe. Jetzt muss ich noch mal gucken, weil ich nehme eigentlich im Grunde genommen in 3 Tagen halt schon wieder auf, weil ich da jetzt 2 Tage wieder frei habe. In dem einen muss ich dann noch mal hier, ach, jedes Mal derselbe nee, Donnerstag ist das letzte Woche. Aber ich will lieber Monat haben, danke. Denn hier Perso mehr oder weniger neu beantragen, also halt, ne? Ist ausgelaufen, eigentlich schon September oder Oktober, irgendwie sowas mit dem Dreh, aber ja, ne? Bis man dann mal nachgeschaut hat und es dann gesehen hat, okay, man muss Termine machen. Online. Was für mich auch neu war, weil ich kann mich davor daran erinnern, dass es eigentlich nicht so war. Also das, also vor Corona. Ich weiß gar nicht, ich glaube 2016 oder so. Habe ich davor den letzten Ausweis gehabt. Da war es einfach so hingehen, Ticket ziehen, dann konnte man dann auch Passfoto machen und ja, dann haben wir fertig, so nach dem Motto. Und jetzt muss man erstmal online einen Termin machen. Und dann hoffen, dass man an dem Tag frei bekommt. Okay, ja gut. Nee. Witzigerweise, Montag ist genau der 5. Also das Event läuft abends aus und sollte ich das vielleicht, und am Donnerstag habe ich einen Termin. Puh. Gut, wahrscheinlich wird dann ATS dann wieder am 5. sein und ETS 2 dann am 6. Und dann rechts abbiegen. Nee. Ups. Wir wollen doch nicht so raus, runter auf 60. Biege nach rechts ab. Dass ja meistens hier 60 sind oder auch nicht. Ich bleibe aber trotzdem bei den 60. Wir wollen ja nicht die Milch auf der Straße verteilen. Also ich hoffe auch mal, dass man immer noch da vor Ort Passfotos machen kann. Weil ansonsten weiß ich auch nicht. Da muss ich ansonsten halt am Montag noch irgendwie los, aber ich hoffe mal, dass sich das nicht geändert hat. Hä? Oh. Ach ja. Trucks ohne automatischem Licht. Zugewöhnt. Bei dem Volvo ist es ja, glaube ich, auch mit automatisches Licht, glaube ich, gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Man muss sich echt dran gewöhnen. Dass es bei manchen so ist und bei manchen nicht so ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass dem so ist. So, rot auf 80. Hoch auf 85. Wahrscheinlich jetzt gleich links halten. Ja. Erst auch mal in Hamburg und abbremsen aufs. Ach ja, jetzt lässt du mich, ne? Bitte links halten. Ja, in Hamburg, im neuen Hamburg so gesehen, war ich auch noch nicht da gewesen. Sehr schön. Weiter links halten. Jetzt geht weiter Richtung Flensburg und Richtung Kiel. Ach ja.
Das ist schon nice geworden. Habe ich auch schon bei Lavan gesehen gehabt, dass, als er hier vorbeigefahren ist, kann man ja gar nicht wirklich sich darauf konzentrieren, in der richtigen Spur zu bleiben, weil einfach so viel zu sehen ist. Top 80. Bitte links halten. Okay, ist wahrscheinlich irrelevant. Aber wir folgen einfach mal den Anweisungen des Navis. Ja, okay, es wäre irrelevant gewesen. Durch den App nur durch. Bitte links halten. Also wir werden hier auch noch gut durchgekommen. Wir hätten hier noch schon auf der linken Spur bleiben können. Und dann wollen wir mal weiterfahren. Weiter gehen Norden. Weiter Richtung Dänemark. Langen Güterzug gewesen. Ich sehe gar nicht den Zug. Die Lok. Okay, jetzt. Ich wollte gerade sagen, spannend, dass das genau passiert, als der Polizei neben uns war. Aber was ich mich dann jetzt in dem Moment gefragt habe, bevor ich es aussprechen konnte, wenn man eine Motor-Fehlfunktion hat, rollt man ja erstmal ohne Licht. Würde die KI einmal eine Strafe geben oder nicht? Also gerade ja nicht, aber wäre dem möglich? Weil Jana wäre es ja schon hart assi. Und ich fahre jetzt erst mit Licht. Ich bin vorher nur beschandlich gefahren. Also ich hätte auch hier Strafe bekommen können, egal in welchem Rahmen. Aalbirkenkurve auch schon ausgeschildert. Denn nach Lübeck, beziehungsweise nach Lübeck und nach Kiel geht es jetzt hier rechts rum. Und wir bleiben auf der A7 gegen Dänemark. Die Sonne geht unter. Ich wollte nochmal nachgucken, ob hier nochmal drittes in so einem Kram drin ist, aber ist nicht. Das sollte ich mich gleich nochmal dran setzen an die Statistiken. Damit ich das auch out of the way habe. Und das alles so ein bisschen zusammenzähle. Wobei ich dummerweise halt nicht das schon vorher gemacht habe, deswegen auch nochmal durch die ganzen Videos durchgehen muss. Für die ein oder andere Sache. Ach ja, wieder schön hier zu sein. Mir fällt gerade auf, ich sollte mich eigentlich auch darauf vorbereiten. Ich muss eigentlich jetzt durchheizen, also was ist durchheizen, ne? Also ich muss jetzt eigentlich dranbleiben hier auch überbrückungsweise hier auf dem Profil zu fahren. Mit Streams, also wenn ein vernünftiges Gerät hier an Rechner steht, dann wird es natürlich auch wieder so, dass das Ganze nicht in Videoformat ist, sondern eher in, also primär in Streams, sekundär halt dann
aus den Streams hier fahren als Video. Aber dass ich im Norden, dass ich jetzt in Oslo eine Garage habe, Stockholm und Helsinki oder so. Und ja, Aalborg, Kopenhagen, eins von beiden. Ich weiß gerade nicht, ob Aalborg eine Garage hat. Aber dass ich einfach für das, ja, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber für die, ja, für Nordskandinavien, bezeichnen wir es einfach mal so, dass ich dafür dann Kohle habe und dass ich dann da Garagen habe, dass wir auch schnell das Ganze begutachten können. Glaube ich, kurz vorm Grenzübergang. Der dürfte vielleicht kommen. 270 Kilometer noch. Also wie viel Motorfehlfunktionen wollen wir jetzt haben? Je weiter wir fahren, desto mehr haben wir, oder was? Drei Motorfehlfunktionen in den letzten 2-3 Minuten und davor in 10 Minuten oder so, oder 20 Minuten. So, um den Dreh nur zwei. Also irgendwie... Der Truck muss schleunig repariert werden. Wir brauchen die Kohle dafür, um den nicht nur zu reparieren, sondern zu restaurieren. Weil ich dann die Reparatur wird ja auch, war ja 97.000, dann würden wir ja schon mal, oder ich weiß noch was, ne, 87.000 glaube ich war das. War 92? Irgendwie was von dem Dreh. 50 Kilometer zum, weil, also das wird langsam hier echt albern. Ich dachte, da muss ich vor dem Restaurieren nochmal ein bisschen rein investieren. Also wird wahrscheinlich nochmal ungefähr 400.000 in den Truck reingehen, damit der besser restauriert ist. Einfach damit wir auch... Ach gut, die Motorfehlfunktion ist kein Problem, aber es würde alles sauberer laufen, weil ich dann nicht ständig wieder den Motor anmachen muss, Tempomat wieder einstellen muss und so weiter. Na, das ist natürlich, muss nicht sein. Vielleicht machen wir das, wenn wir dann irgendwie... Weil vielleicht jetzt schon machen. Ein bisschen Puffer wäre halt schon gut, ne? Ich würde sagen, weil ich bei 200.000 bin, dann repariere ich den Truck. Also dann tausche ich die Teile. Und dann, wenn ich halt die 400.000 oder so habe, also ich glaube 357.000 brauche ich ja. Wenn ich den 400.000 habe, dann... Dann werde ich den Truck restaurieren. Aber halt ein Puffer von knapp 50.000. Das sollte dann reichen. Aber ich schaue gleich einfach mal nach der Fahrt bei der Werkstatt vorbei und schaue dann, wie viel Kohle ich hinbetten müsste. Ich muss mich links halten. Immer geradeaus. Das war knapper, als hätte sein sollen. Fahren wir mal wieder ein bisschen nach Schildern. Magen, 500 Meter. Bleib auf einer mittleren Spur. Nochmal kurz. Auch wenn ich darauf geachtet habe, beim Aufnahmestarten, dass ich aufnehme, nochmal sicherheitshalber nachschauen. Nach dem Fauxpas von gestern. Vom letzten ATS-Video.
Aber die Aufnahme läuft. Wie zu erwarten, war. Sagen wir auf direkte Spur. Und fahren über altbekannte Wege und decken sie neu auf. Jetzt, wo man hier auch Fotos von machen kann. Also wo hier quasi eine Landmark raus geworden ist. Das Einzige, was ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl ist, hier nicht mit dem Volvo oder mit dem Skyline lang zu fahren. Uns mal war. Okay, der Truck ist mittlerweile auch schon bei bald 800.000 Kilometern, also dauert noch 25.000 Kilometer, aber der Truck erreicht zumindest irgendwann nochmal die 100 Millionen. Nicht von mir gefahren hauptsächlich, aber 250.000 kommen von mir, glaube ich. Ein bisschen mehr oder weniger. Ich meinte weniger und nicht mehr. Ach, das ist auch jetzt so mit dem neuen Skybox, mit den Sternen im Hintergrund, ist es halt auch super nice. Wobei ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass es vorher auch schon Sterne gab, aber. Aber das kann natürlich auch irgendwie durch eine Mod gewesen sein. Das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Wobei würde mich nicht wundern, weil ich hatte ja auch die ein oder andere HDR Skybox mit drin. Von daher ist das eigentlich sehr einleuchtend, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass es keine Sterne gab, einfach weil ich immer Sterne hatte. Durch Mods. Beziehungsweise durch irgendwann dann halt nur noch die Mod. Kopenhagen 110 Kilometer, 118, 108, so aus dem Dreh. Das ist halt deswegen, ja, ne. Ich weiß nicht mehr, welche Mod das war, ich weiß ja gerade nur noch, dass es. Also einfach immer so 10 GB waren. Allein die Mod. Und die Schaffer war ja schon relativ stark gemoddet. Jetzt bin ich immer liegen geblieben. Es fängt an zu regnen. Wenn ich den Scheibenwischer anmache, dann darf man ihn gerne anmachen. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Ist auch eigentlich recht passend, also zwar nicht in der Form des Niederschlags, aber war ja gerade ein starker Orkan, zumindest so die Gegend Norwegen und so weiter. Wir werden scheinbar nicht gebastelt. Auch mit 200 cm Leuchtstehe. Teilweise Modellberechnung von 300 Meter, 300 Meter genau, von 300 cm. Habe ich witzigerweise, also interessanterweise noch gar keine Bilder zu gesehen, die mir vorgeschlagen wurden. Könnte man ja meinen, dass man das dann direkt vorgeschlagen bekommt, wenn man schon durch Artikel durchliest. Oder länger drüber havert. Das macht der Algorithmus ja sonst immer gerne.
80. Oh, wie war es nochmal hier durchfahren? 70, 60, 30, 40. Ich weiß es nicht mehr, ich gehe mal runter auf 60 erstmal. Und auf 70, aber wir können ja auch durchfahren auf jeden Fall. Aber war das jetzt mit, das war mit 50? Super. Ist ja nicht so, dass wir auch durch den Autopass gut zahlen müssen. Ein bisschen mehr als für das Speeding. Nein, noch nicht ganz geben. Erst hier nach. Und dann geht's weiter. Die restlichen 50 Kilometer. Nach Norfolk. Food. Mensch, ist ja ohne was los auf Gegenfahrbahn. Aber Kopenhagen ist auch auf der Karte. Endspurt ist mal wieder angesagt. Kommen wir sogar im Regen an. Das ist ja passend, wir fahren ja auf Flüssigkeit. Immer geradeaus. Hälfte vom Tank haben wir noch. Steckt mal auf der nächsten Kurve, weil ich tanken müssen. Und müssen wir nächste raus? Wir müssen nächste raus, ja. Bei den Renault überholen wir ja noch den Magnum. Wird da gar kein Problem sein. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Vielleicht doch. Ein Problem. Nimm die Ausfahrt rechts. Bisschen reingeschummelt. Runter auf 50. Biege nach links ab. Knapp. Es wirkt ja zumindest gerade knapp. Dann fahren wir durch nach Kopenhagen rein und schlafen dann. Beziehungsweise gucken wir mal kurz bei der Werkstatt. Wenn es eine Werkstatt gibt. Gibt es eine Werkstatt? Muss er geben, ne? Okay, direkt nebenan. Perfekt. Alles sehr nah dran, so wie es sein soll. Erst aufmal in Kopenhagen. Demnächst links abbiegen. Erneut. Auf dem Profil. Biege nach links ab. Würde ich zumindest behaupten. Alle Angaben ohne Gewehr. Ich beschleunige immer nur auf 55, weil wir müssen ja direkt abbiegen. Na, dürfen wir auch endlich abbiegen.
Also auch wieder einen neuen Industriegebiet, glaube ich. Sehr, sehr neuen Industriegebiet. Ich glaube schon. Ich weiß nicht mehr. Ich kann mich echt nicht erinnern, wie es damals war. Einfach zu lange her. Ich meine, gut, ne? Auf diesem Profil ist es zumindest neu. Scheinbar. Demnächst links abbiegen. Würde mich interessieren, wie lange das Profil schon existiert und wie viel Zeit hier reingesteckt wurde bisher. In der früheren Anzahl konnte man das ja sehen. Ich weiß gar nicht, wie es in der jetzigen ist. Ich glaube, in der jetzigen ist ja gar nicht so, dass man das sehen kann. Oder ich habe mich doch beachtet. Bei den letzten Malen. Weil ich einfach nur das Profil ausgewählt habe. Ja. Was ein Timing. Dann wollen wir mal abladen. Ausgezeichnet Milch von Osnabrück nach Magen geliefert. Gefahrenstrecke 647 Kilometer, Dauer 37 Minuten. Noch weniger als ich dachte. Verbrauchter Kraftstoff 271 Liter. Das war der 185. erlegte ETS2 World of Trucks Auftrag. 43.500 gab es dafür, 823 Erfahrungspunkte und ein neues Level. Das heißt, die beiden sind ja quasi noch offen. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Eigentlich müsste jetzt. Ach, egal. Ich gehe auf hochwertige Fracht. Machen wir mal die drei voll. Bis alles voll ist. Das heißt, es gibt jetzt 20% höhere Vergütung für Lieferungen hochwertigerer Fracht. Neue Aufrüstungsteile sind auch verfügbar. Das ist das Einzige, was jetzt auch dazu kommt. Weil der Mercedes-Aktus ja voll ist. Was haben wir hier? Wahrscheinlich nur bei Schadensschreidern, genau. Auch so Dolly und so. Ja, dann wird es dann auch noch mal zu. Mehr gehen wir den Schreidern hier auf dem Profil. Dann fahren wir eben aus Norfut raus zur Werkstatt, an der wir gerade vorbeigefahren sind. Damit nicht alles täuscht. Gucken kurz, wie viel das kosten würde. Und tauschen zumindest schon mal die Teile aus. Reparieren die Teile, damit wir nicht ganz so viele Motorfunktionen haben, hoffentlich. Wobei ich weiß nicht mal, wann die Motorfunktion nochmal begonnen hat. Ich glaube, bei. War das 15%? Kurz. Das war verkehrt. Okay, ich habe sowieso wieder ein bisschen Reparatur von 800. Alles tauschen würde 136 kosten. Und dann sind wir bei 15%, weil der dauerhafte Verschleiß bei 15% ist. Und wir sind mittlerweile bei 400.000. ich denke mal, dass wahrscheinlich das. Ja. Also, ich gehe mal davon aus, dass vollständige Wiederherstellung halt, dass die 29% auf Null bringen würde, wahrscheinlich, ne? Also gucken wir mal, gucken wir einfach bei der Wartungsempfehlung. Die Wartungsempfehlung sagt 74.000, dann sind wir bei. Ja.
So, weiter mit 15%. Wahrscheinlich nicht. Wobei, der Verschleiß wird dann ja weggemacht. Ist schon smart, den Verschleiß so zu machen. Für 77.000 war das, ne? Reparieren, in dem Sinne, dann bringt ja nichts, dann gehen wir runter auf 15%. Wenn wir alles machen würden, wären wir auch bei 15%, super. Für 74.000 machen wir mal. Also bei 45.000 noch, die offen sind, da gucken wir mal kurz mal nach, wie viel das jetzt vollständig kosten würde. Immer noch 385.000, das heißt, ich brauche, sagen wir mal, 450.000, die ich einfallen muss. Aber dann dürften wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so die Probleme haben mit der Modulfehlfunktion. Was auch schon mal ein riesen Fortschritt ist. Ich guck mal einfach nach, aber der Auftrag wird nicht ewig da sein, aber wir können einfach mal gucken, in welche Richtung es gehen könnte. Preistechnisch gesehen, okay. Wir bleiben so bei den 40.000. Ist halt. Es ist nicht die Welt. Ich hoffe mal, es kommen noch bessere Aufträge. Zum Zeitpunkt zu Dienstag, was ich mit aufnehmen werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch in dem nächsten ATS oder ETS-2 Video wieder. Oder beim nächsten Event-Video, was garantiert sehr zeitnah starten wird. Also wie gesagt, Valentinstags-Event. Bin ich mir eigentlich schon recht sicher, dass das passieren wird. Wahrscheinlich, ja, vorm Valentinstag. Ich denke mal, der Schaden hat am 7. Wenn das wieder rauskommt, ist es schon raus. Dann wahrscheinlich schon geschadet, wenn es am 7. rauskommt. Oder geschadet wird. Oder am 8. vielleicht auch. Aber genug davon. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.